Ja, also das ist jetzt aber hier wirklich improvisiert, ne? Da bin ich auch ein bisschen überfordert, so mit die Technik und so, ne? Aber jetzt wollen wir mal gucken, ob das funktioniert, ne? So, jetzt sitzen wir schon mal, das ist doch schon mal gut. Kuckuck, hallo, hallo, hallo. Ich bin die Ludovica Lehmann. Ich bin hier schien und ich lebe allein und auf Partys bin ich der letzte Schrei. Jo, so. Ich soll also meine ungehaltene Rede halten, ne? Verhohne piepen kann ich mir aber auch selber, ne? Darüber bin ich natürlich auch ungehalten, ne? Aber ich hab ja immer noch ein besseres i-Tüpfelchen im Ärmel. Ja, ah. Ich bin nämlich fiktiv. Ja, ich bin fiktiv. Ja. Und trotzdem aus Fleisch und Blut, ne? Ja. Das hebt das mit die Ungehaltenheit der Rede denn wieder auf und wir sind dann auch quitt. So, also jetzt reden, ne? Hier mal ein paar Assoziationssprünge, dass ihr mir dann später und überhaupt heute noch folgen könnt, ne? Wo ich doch so gerne Datteln esse, ne? Aber jetzt datteln wir mal Klartext, ne? Wa? Ja? Da gehen wir auf die Straße. Jahrelang für Naturrecht und saubere Luft, ja? Mein halbes Leben habe ich damit verbracht, ne? Aber die Politiker, ja? Betreiben weiter ihre scheinheilige Klimapolitik und verkaufen uns ganz nebenbei Steinkohlekraftwerke. Ha! Als Brückentechnologie! Ja, ha! Ja, da fragt man sich, für wie blöd halten die uns ein? Für wie blöd? Wie blöd eigentlich? Dann reden die immer von der Beteiligung der Bürgerinnen, ja. Ach, ich nenne an dieser Stelle nur diese desolate Informationslogistik und mit Einbeziehung in die Suche für ein Atommülllager. Ja, ein Atommüllendlager. Habt ihr schon mal von gehört, ja? Na hoffentlich, naja, wahrscheinlich nicht, ne? Demokratie, ja. Mitentscheiden, beziehungsweise mal ein paar Infos rüberwachsen lassen. Ja, die ich nicht auf tagelange Online-Konferenzen mit ständigen Störungen geradezu erkämpfen muss, ja. In Abstimmungen mich gedrängt fühle, ja, wo es gar nichts abzustimmen gibt, ne? Ja? Und kein spontanes Rederecht, ne? Denn mir, kein Rederecht spontan. Und in diese Welt, ja, dieser weißen Privilegierten, so muss ich das mal sagen, ja, geht es nur darum, Zustimmung zu konstruieren. Ja, darum geht es, ja. Wir sind eine verwahrloste Klassengesellschaft, rücksichtslos, basiert unser Streben auf irriges Wachstum, das ohne dass ich dazu jetzt ein Talent für Wahrsagerei haben muss, ja, einen gesellschaftlichen Prozess des Suizides systematisch zu vollenden sucht. Ha! Ja. Das nennt man Faschismus, ne? Ja, Wachstum, ne? Also Wachstum, ja. Also Wachstum, ja, das ist ein Begriff. Das ist ein Begriff, der Zyklen schon von seinem Wesen her mit einbeziehen tut, ne? Ja. Ein Wachstum ohne Zyklus, ne? Ja, das ist gar kein Wachstum, ne? Versteht ihr? Ja. Wachstum gibt's ja gar nicht ohne Zyklen, ne? Ja, das ist die Natur der Sache. Das ist die Biologie praktisch, ne? Das schlussfolgert also, jetzt muss ich mal ablesen hier, das Licht, dass das Wachstumsprinzip der Komfortgesellschaft, also wir könnten auch sagen kapitalistischen Gesellschaft, gar nichts mit dem Wachstum zu tun hat. Ja, ne, weiß ich auch nicht, warum die das immer sagen, sondern das basiert nur auf dem Phantom von Wachstum, ne? Mit dem wir uns weiszumachen versuchen, dass es doch ganz okay ist, einen kleinen, geringen, privilegierten Stamm von Maßlosigkeit aufrechtzuerhalten. Und die vielen Verhungerten und Kranken gucken wir uns einfach nicht so oft an, ne? Dann ist es auch alles besser zu verkraften. Ne? Muss man ja auch mal so sagen, ne? Ja, für die Erde
ist das alles nicht so schlimm, ne? Aber ein Drittel der Bevölkerung, laut Wissenschaft, ja, wird jetzt schon zu Tod und Flucht erklärt, ne? Das findest du jeden Tag in der Zeitung, ja, wo das drin steht. Man, ich werde schon ganz traurig bei der Sache. Ach, Mann! Wer anschaltet, kann auch wieder abschalten, ne? Wer genug zum Leben hat, ja, kann verzichten, ne? Und wer Liebe sucht, kann teilen, ne? Und wer glücklich sein will, der kann, der braucht nicht viel, ne? Nur wenig, ja. Jetzt könnt ihr mir alle Verfassungsschutz verpetzen, ne? Ich rede noch ein bisschen weiter, damit die Mädels und die Jungs mitschreiben können, ne? Ja? Weil ich das ja mit die Klassengesellschaft und die Faschismus gesagt habe. Jetzt habe ich es nochmal gesagt, zum zweiten Mal. Faschismus, Klassifizierung, Klassengesellschaft. Ja, Leute, wir sind im Endspiel, ne? Artenvielfalt, klimatische Bedingungen, katastrophale Konsequenzen, die das für uns haben wird, ne? Wir verlieren unsere gewohnte Welt, ja, ja. Und an dieser Stelle ist es auch nicht mehr möglich, die Seite zu zerreißen und neu anzufangen. Nee, was wir brauchen, ist ein Perspektivwechsel, ja. Taucht eure Hände täglich in die Erde, wagt den zivilen Ungehorsam, lebt in Zyklen und lasst eure Finger aus dem Naturspiel, ja. Lebt anders und sorgt dafür, dass wir viele werden. Verzichtet auf das E-Bike und tretet selber die Pedale. Ja? Ja. Jetzt muss ich mal ein bisschen schneller reden. Will ich gar nicht. Ja, also erstens, ne? Wir sind der Anfang. Ja, wir sind der Anfang, ne? Ja? Aber Anfang gibt es ja keine Helden und Heldinnen. Aber Anfang ist auch noch keine Frucht zu sehen. Ne? Am Anfang zu stehen, um loszugehen, ist für einen Moment das Nichts so ungewiss. Der Anfang verspricht keinen Lohn. Der Anfang ist manchmal warten, ausharren, aushalten, scheitern. Gedanken der Auswegslosigkeit. Anfang ist sehr entschieden sein. Ein Versprechen, ne? Ein Vertrag. Ne? Mit mir, meinem Umfeld abgesprochen. Anfang ist Beginn, Osten, ein Sonnenaufgang. Jeden Tag von Neuem. Das ist der einzige Trost, den der Anfang für uns birgt. Ja, zweitens, wenn wir viele sein werden, ist der Anfang vorbei. Dann werden wir ausscheren, vielleicht euphorisch, vielleicht frustriert. Wir werden was bauen, wir werden uns irren, wir werden uns lieben, erfolgreich sein und scheitern. Die Altlasten werden uns ereilen und wir werden fiebern, mitfiebern. Und wir werden wieder unsicher, Angst wird uns steuern, Habgier, Sicherheit beteuern. Aber wo werden wir sein? Ja, wo werden wir sein, ne? Ja. Jeder Tag beginnt von Neuem, jeder Tag ist Beginn, jeder Tag ist ein Gewinn. Wir werden da sein, wo wir bis dahin jeden dieser Tage gewonnen haben. Drittens. Es ist ein Trugschluss zu glauben, Materie sei der Gewinn. Ja. Sie bleibt die Masse, die uns umgibt, immer gleich. Ne? Fortwährendes Vergehen und Entstehen. Wer heute reich ist, wird später arm sein. Unser Tun ereilt uns eben doch. Was ist also der Gewinn? Ha? Was ist der Gewinn? Na, der Gewinn, ne? Wissen. Ja. Und ich meine nicht glauben, ich meine Wissen. Wissen, Wissen. Wissen auf allen Ebenen der Sinnlichkeiten und des Verstandes. Ja. Wir müssen dafür sorgen, dass wir viele sind, dass wir die vielen spüren, uns Gewissheit über die vielen verschaffen, indem wir wirklich, wirklich anders leben, indem wir die Bereitschaft aufbringen, auch die Details zu verändern, nicht? Ernst zu nehmen. Die Veränderung spüren, augenscheinlichen Verzicht spüren, hinterfragen, um zu einvernehmlichen, unter ökologischen Gesichtspunkten betrachtet, auf allen Ebenen neuen Resultaten zu gelangen.
Wir werden Geduld brauchen. Ne? Ach, wir müssen aushalten, dass sich nicht alle zur Veränderung bereit erklären werden, ja? Sogar dagegen sein werden und dagegen handeln, ne? Deswegen müssen wir ja auch viele sein, ne? Die überzeugt sagen können, ich habe angefangen, anders zu leben und sorge dafür, dass wir viele werden. Naja, ist eben der Anfang. Ah, viertens, bis dahin werden wir uns treffen, uns die Felder unserer Visionen eröffnen. Wir können planen, Möglichkeiten erfahren. Wir werden Bürgerakademien, Kongresse, Memoranden und Fachtagungen durchführen und voneinander lernen. Ja, wir haben uns so viel zu zeigen ohne akademischen Grad. Ne? Bei der Kraft der Viele ist da jeder eine Kompetenz, ne? Ja, wer viele sein will, wird immer Ausschau halten nach den Vielen. Zuverlässig, um seinen Platz und ihren Platz in den Vielen zu füllen und die Verbindung zwischen den Vielen aufrecht zu erhalten. Ach, es wird für jede und jeden überschaubar bleiben. Ja, das ist das Gute. Ich brauche immer eine gewisse Überschaubarkeit. Die Vielen haben ja auch Platz, ne? Platz auch für die Kleinsten, ne? Für die Langsamsten und auch für die Schnellen, ne? Die auch. Ja. Nennt das echte Demokratie oder echten Sozialismus oder echten Kommunismus. Ich nenne das Anarchie. Hat damit geschrieben, Mädels und Jungs, ja? Anarchie. Ja, ich habe den Uff geschrieben. Das ist der Pakt der gegenseitigen Hilfe. Ja, das ist eigentlich Anarchie. Gegenseitige Hilfe, da gibt es ein wunderschönes Wort. Mutualismus. Ja, bin ich die Erste, die das schon gesagt hat, ne? So ist es nicht. Wir sind das Depot einer gesammelten Zeit. Macht und Missbrauch, Idealisierung und Verklärung, die stetig veränderlichen Sichten. Unser Alltag spielt sich in einem permanent geschichtlichen Prozess ab. Und es geht darum, ja, sich durch Geschichten darin zu orientieren, zu positionieren und sich als aktiv handelndes Teil eines Gesamten zu begreifen. Ja. Ja. Wie geht es Ihnen? Ja. Was brauchen Sie? Was wollen Sie verändern? Ne? Wie der Rap so schön sagt, die Kunst zu existieren mit dem, was wir wirklich brauchen, die Kunst miteinander zu handeln, die Kunst unvoreingenommen zu sein, die Kunst des Verzichts, die Kunst mit zu bewirken, die Kunst mit zu bestimmen, die Kunst frei zu handeln im Kontext und Wohlwollen. Zu einer Welt, wenn die Schöpfung mit Gegenseitigkeit und Beziehung begrüßt wird. Das Land, das singt sich selber, solange ein Fünkchen Leben in ihm wird. Das ist das Geheimnis, am Leben zu sein, das heißt, diese Schöpfung macht zum Zentrum deines eigenen Tuns und Sein. Jetzt leben wir Ansätze, Regen bewegen Gemeinsamkeit an, suchen den Nenner und arbeiten uns an Übergangszonen ran. Wir schaffen Felder, wo wir uns treffen und erfahren, die Konsequenz der Teilhabe gestalten und ertragen. Ich appelliere an eure Ehrlichkeit, euer Verzichtvermögen und Gutmütigkeit. Ich appelliere an dieser Stelle, gebt Acht auf unsere Lebensquelle. Gebt Acht auf unsere Lebensquelle. Ja,
habe ich wohl erstmal alles gesagt, hätte natürlich noch mehr sagen können. Aber ich finde, an dieser Stelle reicht es jetzt. Ich bin mal still.